Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Portaltag-Video. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen an alle, die das erste Mal dabei sind. Ein dickes Dankeschön an all meine lieben, treuen, tollen Abonnenten. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch, über jedes Like und ja, möchte euch für eure Treue danken und dafür, dass ihr jetzt schon so lange an meiner Seite seid. Und ja, an alle, die neu dabei sind, denen erkläre ich nochmal kurz, wie das hier abläuft. Ihr könnt euch hier zwischen zwei Stapeln entscheiden, links oder rechts, anhand der Steine, anhand der Karten, folgt da ganz eurer Intuition. Und ihr könnt diese Stapel auch mit Themen belegen, ihr mit Personen. Ja, ihr könnt auch beide Stapel für euch auswählen als Gesamtbotschaft. Das ist ganz eure Sache. Und ich vertraue eurer Intuition, die wird euch hier leiten und euch sagen, was für euch der richtige Stapel ist. Ja, wir haben das ein bisschen aufgeteilt hier. Oben einmal die allgemeine Botschaft, hier unten der zwischenmenschliche Bereich, Familie, Freundschaft, Partnerschaft. Und ich beginne jetzt auch direkt mit der linken Seite. Falls ihr noch einen Moment braucht, um euch für eine Seite zu entscheiden, dann haltet das Video bitte an. Ansonsten würde ich jetzt loslegen hier mit diesem wunderschönen grünen Stein und wir gucken mal, was hier für euch an Energien bereit liegen. Da haben wir als erstes eine Tarotkarte und da kommt für euch der Page der Stäbe. Also es könnte sein, dass du hier nach einem Wasserzeichen gefragt hast oder Feuerzeichen gefragt hast oder selbst eins bist. Feuerzeichen sind Widder, Löwe oder Schütze. Und der Bube der Stäbe steht dafür, dass hier etwas auf dich zukommt. Ein Angebot, ein Vorschlag, dass dir hier jemand eine Nachricht übermittelt. Ja, er kann auch für Nachrichten stehen. Der Bube kann aber auch immer für ein Kind stehen oder für einen jüngeren Menschen oder einen Menschen, der sich verhält, als wäre er noch jünger. Er kann manchmal auch für Unreife stehen, muss aber auch nicht unbedingt. Hier kommt auf jeden Fall etwas in Bewegung und wahrscheinlich auch etwas auf dich zu. Eine Möglichkeit, eine Chance heute. Also haltet bitte die Augen auf, ob hier jemand einen Vorschlag für euch hat, ein Angebot etc. Sehr schöne Energie. Kann auch im Allgemeinen dafür stehen, dass du jetzt einen Energiezuwachs bekommst mit den Stäben. Die stehen auch immer für Leidenschaft und dafür, dass etwas in Bewegung kommt und etwas heranwächst. Man sieht das hier am Stab, da grünt es heraus. Ja, also hier ist auf jeden Fall Veränderung angezeigt. Wir schauen mal weiter in die Magie der Erde-Karte. Was kommt hier noch dazu? Der Nebel verschleiert. Okay, also dieser Stapel richtet sich, glaube ich, an alle, die vielleicht in letzter Zeit so ein bisschen den Eindruck hatten, dass sie im Nebel wandern, ja, dass alles ein bisschen unklar ist, unklar, in welche Richtung man gehen soll. Ja, man hat so ein bisschen das Ziel aus den Augen verloren, weil man einfach auch nichts sehen kann mit dem Nebel hier. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit den Wolken aus dem Lenormand. Aber hier, man sieht auch schon, die Sonne bricht jetzt langsam durch die Wolkendecke. Und wird euch hier euren Weg erhellen. Ihr werdet demnächst besser wissen, was zu tun ist. Entschuldigung. Und es könnte auch gut sein, dass hier ein Angebot, wie gesagt, euch hilft, jetzt hier aus diesen Unklarheiten herauszukommen. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass dieses Angebot des Buben der Stäbe etwas indirekt erfolgt, ja, dass euch vielleicht ein Vorschlag unterbreitet wird, der aber nicht persönlich an euch herangetragen wird, sondern vielleicht durch einen Mittelsmann, eine Mittelsfrau, ja, dass hier sozusagen ein verdecktes Angebot auf euch zukommt, wo ihr ein bisschen genauer hinschauen müsst, um es auch zu erkennen. Haltet da mal ein bisschen die Augen auf. Ich mache erstmal weiter hier, vielleicht kommt da gleich noch mehr durch, aber das ist schon mal ganz interessant. Wir schauen mal, was der Erzengel Gabriel dazu zu sagen hat. Teile deine Kunst mit der Welt. Es ist an der Zeit, anderen die Gelegenheit zu geben, sich an deiner schöpferischen Arbeit zu erfreuen. Ja, sehr schön. Also für alle, die hier beruflich etwas veröffentlichen wollen, bitte haltet euch nicht so sehr an dem Wort Kunst auf. Das ist natürlich für all jene von euch, die auch tatsächlich künstlerisch tätig sind. Also klassisch hier zum Beispiel malen. Das kann aber auch alles andere betreffen. Also es geht hier im Grunde darum, dass du ja, dich selbst der Welt mitteilst, dass du anderen die Gelegenheit gibst, dich kennenzulernen, deine inneren Welten kennenzulernen, so gesehen, ja. Es kann aber auch auf praktischer Ebene bedeuten, dass du jetzt deine Werke hier veröffentlichen darfst, was immer du produzierst oder
was du erfindest oder was, ja, alles, was du halt selbst kreiert hast, darfst du jetzt hier mit anderen Menschen teilen. Auch wenn wir manchmal Angst davor haben, dass wir eventuell beurteilt werden für das. Entschuldigung, heute ist das wieder. Der Hals ist wieder mal die Schwachstelle in den letzten paar Monaten bei mir, das Halschakra. Es tut mir sehr leid. So, ja, dass du eben deine, ja, deine Arbeiten mit der Welt teilst, seien das Ideen, das können aber auch Vorschläge sein. Es kann auch sein, dass vielleicht jemand hier mit dem Buben der Stäbe dir jetzt hilft, einiges ja, zu veröffentlichen. Das, wie gesagt, kann alles bedeuten. Es kann sein, dass du dein Buch an einen Verlag schickst, dass du deinen Blog endlich online stellst, dass du eine Ausstellung organisierst für deine Werke, dass du eventuell eben auch, wenn es jetzt hier nicht konkret um arbeitstechnische oder Hobbys geht, dass du eben einfach ja, deine innere Welt, deine Gedanken, deine Gefühle mit jemand anderem teilst. Und naja, mit dem Page of Wands, mit dem Buben der Stäbe, kann es eben auch sein, dass dir hier jemand hilft, dass das besser gelingt und dir eventuell auch mehr Mut gibt, das zu tun oder eben auch Unterstützung dafür. Ich lege die hier mal dahin und gucke noch mal, kommt mir da noch mehr? Ja, teile deine Gefühle mit der Welt, könnte man hier auch eventuell sagen, dass du hier in einer gefühlsmäßig irgendwie so ein bisschen im Nebel getappt bist und nicht so recht wusstest, was will ich eigentlich? Wohin soll es eigentlich gehen? Und dann könnte es heute oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall gut sein, dass dir hier jemand hilft, das besser zu erkennen. Für einige von euch kann es auch sein, dass ihr selbst zum Buben der Stäbe werdet. Ja, also er schaut hier auch schon ganz stolz auf seinen Stab, den er in der Hand hat. Naja, und dass du jetzt einfach mehr Selbstbewusstsein entwickelst und dich mehr traust, nach außen zu gehen in jedem Bereich. Und ja, deine Meinung, deine Ansichten mit der Welt teilen möchtest. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir hier mal in den zwischenmenschlichen Bereich. Was kommt hier für euch? Und da haben wir einmal die Engel der Liebe. Und die sagen dir, das Wartens wert, göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Okay, also hier scheint es irgendwie um eine Situation zu gehen, in der du vielleicht auf eine Nachricht wartest, hier mit dem Buben der Stäbe. Und diese Karte sagt dir, das ist auch, es lohnt sich darauf zu warten, aber mit dem göttlichen Timing heißt das für mich auch, du kannst es nicht beeinflussen. Das heißt, am besten kümmerst du dich jetzt um andere Belange in deinem Leben oder triffst dich auch mit Freunden, Familie oder eben auch mit deinem Partner, je nachdem, worum es hier geht, und lässt diese Angelegenheit, in der du auf etwas wartest, ein bisschen ruhen und ja, vertraue darauf, dass hier zur göttlich gegebenen Zeit etwas in Bewegung kommt. Wir schauen hier mal direkt in die Psychic Tarot of the Heart Karten. Was kommt hier? Oh, eine große Arkana für dich, der Wagen, die Nummer 7. Move. Bewegung. Aha. Also, es scheint hier erstmal ein bisschen widersprüchlich zu sein, aber für mich bezieht sich diese Karte, die immer auch von Erfolg spricht und davon, dass eben etwas in Bewegung kommt, bezieht sich hier für mich auf das göttliche Timing, auf das du dich wirklich verlassen darfst. Und ja, nochmal die Verstärkung, dass du dich jetzt hier um deine eigenen Belange kümmern darfst, im Vertrauen darauf, dass sich hier im zwischenmenschlichen Bereich, ob zwischen deinem Partner, Wunschpartner, Familie, Freundschaften, egal in welcher Situation hier gerade du das Gefühl hast, warten zu müssen, lass das ruhen. Es wird sich lösen, es wird hier auch etwas passieren und in Bewegung kommen, aber für dich ist es jetzt wichtig, dich auf dich zu konzentrieren und deine eigenen Belange voranzutreiben. Vielleicht auch einfach nur gut zu dir zu sein, ja, freundlich zu dir zu sein, dich selbst nicht unter Druck zu setzen, sondern hier ganz bei dir zu sein und deinen Weg zu gehen. Und ja, das göttliche Timing wird sich zeigen, wenn es sich zeigt. Darauf haben wir keinen Einfluss und es hat mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit seinen Sinn, dass du jetzt im Moment hier etwas nicht erfährst, ein Gespräch nicht stattfinden kann, ein Treffen etc. Vielleicht auch eine Versöhnung, wenn es hier Streit gab. Dann braucht der andere eventuell noch ein bisschen Zeit, um ja, in angenehmer Weise auch wieder auf dich zukommen zu können. Ich ziehe hier trotzdem nochmal eine weitere Karte drauf.
Denn ja, diese Botschaft ist natürlich schon auch sehr widersprüchlich, ne? Weil mit dem Wagen könnte man auch sagen, ja, geh auf den anderen zu, bringe etwas in Bewegung. Aber mit dem des Wartens wert, entweder sollst du das jetzt im Moment noch nicht tun. Oder, naja, halt etwas anderes in Bewegung bringen, was mit dieser speziellen Situation, in der du dich gerade befindest, nichts zu tun hat. Wir nehmen hier mal noch eine Engel begleiten deinen Weg Karte drauf. Vielleicht bekommen wir hier nochmal eine etwas klarere Botschaft. Ansonsten kann es auch sein, dass die Menschen, die hier zugucken, eben auch sehr unterschiedlich sind und in unterschiedlichen Situationen steckt ihr ohnehin alle. Dass es eben für die einen jetzt Zeit wäre, zu warten und das göttliche Timing für sich arbeiten zu lassen. Und für wieder andere, mag es jetzt auch an der Zeit sein, eben endlich loszugehen und etwas in die Wege zu leiten. Wenn du dich also sehr stark dazu berufen fühlst, jetzt hier etwas zu tun und etwas in die Hand zu nehmen, dann möchte ich dich davon nicht abhalten mit dem Wagen hier. Ja, da müsst ihr euch jetzt etwas auf euer eigenes Gefühl verlassen, was euch euer Gefühl sagt. Ja, es könnte auch sein, dass nach einer langen Wartezeit hier eben der Bube der Stäbe auf euch zukommt, in Form einer Person, einer Nachricht, und dass dann auf jeden Fall die Zeit ist, hier gemeinsam voranzuschreiten. Denn der Wagen ist auch keine Karte der Trennung oder der generellen Alleingänge. Ne? Es ist auch auf dem klassischen Bild, ist ein Reiter mit zwei Zugpferden oder Sphinx sind es, glaube ich, im Original-Tarot, die quasi mit vereinten Kräften jetzt vorangehen. Und auch hier sehen wir zwei Hände und ein Herz. Also diese Karte spricht nicht von Trennung. Sie spricht schon davon, dass man jetzt gemeinsam einen Weg geht. Wir schauen mal, was die Engel begleiten dich auf deinem Weg noch dazu zu sagen haben. Da kommt für dich die Sonja. Ich bringe dir eine Botschaft von einem dir lieben Verstorbenen. Ich bin glücklich und im Frieden und liebe dich sehr. Bitte sorge dich nicht um mich. Ja, eine sehr spezielle Botschaft. Hier möchte dir ein Verstorbener etwas mitteilen. Falls du hier jemanden verloren hast und dich fragst, wie es diesem jemand geht und ob er glücklich ist, dann hast du hier die Antwort, nämlich dass dieser Mensch in Frieden ist und glücklich und dass du hier Sorgen loslassen kannst, diesen Menschen betreffend. Ja, wenn ich es übertrage, könnte ich auch sagen, okay, hier dieser Mensch, auf den du wartest, auf die Nachricht, die du hier wartest, die wird kommen. Mach dir bitte keine Sorgen um diesen Menschen, denn es geht ihm gut und er möchte vielleicht auch erstmal in Frieden kommen mit sich, bevor er oder sie sich bei dir meldet. Und mach dir bitte keine Sorgen. Das ist für mich ein wichtiger Satz. Bitte sorge dich nicht um mich. Also, auf der anderen Seite ist hier durchaus alles okay. Es geht alles seinen Weg. Ja, mach dir hier keine Sorgen. Vertraue auf das göttliche Timing, wenn du das möchtest. Wenn dein Gefühl dir sagt, okay, stimmt, ich möchte jetzt hier ein bisschen abwarten und eventuell auf die Botschaft vom Bube der Stäbe warten, dann mach das. Solltest du aber andersherum der Meinung sein, dass es für dich jetzt Zeit ist, hier etwas in Bewegung zu bringen, dann tue das. Da müsst ihr jetzt wirklich ein bisschen auf eure Intuition lauschen. Manchmal sind die Karten nicht so eindeutig. Ich habe hier drei Möglichkeiten aufgezählt, die hier möglich sind für euch. Folgt da bitte, bitte eurer Intuition. Naja, und die Sonja bringt euch hier auf jeden Fall Trost. Und ja, wie gesagt, für alle diejenigen von euch, die hier jemanden verloren haben, bitte seid euch sicher, dass dieser Mensch jetzt in Frieden ist und dass es ihm besser geht als zuvor. Ja, also hier besteht kein Grund zur Sorge. Ich bin sehr gespannt, was dieser Ritter, Quatsch, der Bube der Stäbe für euch bringt. Mit der Verschleierung hier scheint auch diese Situation insgesamt vielleicht noch ein bisschen unklar zu sein. Aber ja, da wird demnächst Klarheit reinkommen hier mit der Sonne. Ihr Lieben, ja, ein anspruchsvoller Portaltag für euch. Ich wünsche euch, dass ihr hier mehr Energie bekommt, dass ihr ein tolles Angebot bekommt, um euch hier zu verwirklichen. Falls das euer Ziel ist und dass auch hier demnächst Klärung reinkommt in diese zwischenmenschliche Situation. Wir sehen uns auf jeden Fall am 24.08. wieder zum nächsten Portaltag. Ich werde auch zwischendurch nochmal ein Video aufnehmen mit einer neuen Legung
Da muss ich mal schauen, ob ich es heute noch schaffe, die aufzunehmen. Dann bekommt ihr die schon morgen, ansonsten spätestens am Donnerstag oder Freitag. Bis dahin, ihr Lieben, macht es gut. Ciao. So, die lege ich jetzt hier mal zur Seite und wir machen mit der rechten Seite weiter. Vorher trinke ich noch einen Schluck aus meinem Kaffeetässchen. Ja, für alle, die sich hier für diesen wunderbaren rosafarbenen Achat entschieden haben, machen wir mal weiter. Was kommen hier für euch für Botschaften für diesen Portaltag? Und wir beginnen mit der Tarotkarte. Da kommt für euch die Herrscherin, die Nummer 3, eine große Arcana-Karte. Du bist also gerade in einer sehr kreativen Phase, vielleicht auch allgemein ein sehr kreativer Mensch, ein sehr naturverbundener Mensch, der, ja, eventuell, wenn du eine Frau bist oder auch ein Mann, eher weibliche Formen hat, ja. Diese Karte steht auch durchaus für körperliche Schönheit, dass du jetzt eventuell auch wieder mehr deinen Körper mehr zu schätzen weißt, dein Äußeres, dass du dich schöner fühlst oder eventuell das heute im Laufe des Tages passiert. Sie steht auch für Fruchtbarkeit, falls ihr eventuell Nachwuchs plant. Dann ist das jetzt eine gute Zeit. Solltet ihr keinen Nachwuchs planen, passt bitte auf. Ja, also wirklich, die Herrscherin ist auch eine Art, immer eine Repräsentantin für die Mutter. Also Mutterschaft ist hier ein Thema. Vielleicht beschäftigst du dich im Moment auch sehr stark damit, eventuell auch mit deinen Kindern oder Enkelkindern. Und ja, es könnte auch sein, dass du hier eine Art Ernte einfährst mit den Kornähren, die hier stehen. Ja, dass hier eine Zeit der Ernte für dich angebrochen ist. Und wir schauen jetzt gleich mal weiter. Für alle, die hier irgendwie im kreativen Bereich arbeiten oder überhaupt mal wieder einen kreativen Schub in ihrer Arbeit brauchen, da kommt die Herrscherin gerade recht und wird dir hier auf jeden Fall einen kreativen Schub geben. Auch an Ideen oder an Möglichkeiten. Sollte das alles nicht auf dich zutreffen, kann sie auch einfach nur bedeuten, dass du jetzt heute oder in den nächsten Tagen mehr Lust haben wirst, nach draußen zu gehen, Zeit in der Natur zu verbringen. Wir schauen mal weiter. Apropos Natur, was sagen denn die Magie der Erde-Karten dazu? Ach, schau an, da kommt der Wind mit der Aktivierung. Also diese Kräfte werden jetzt hier in dir aktiviert werden, die Kraft der Herrscherin. Insbesondere, wenn du dir hier mal wieder den Wind um die Nase wehen lässt, also ein bisschen frische Luft tankst, tief ein- und ausatmest und ja, dich, wie gesagt, möglichst auch ein bisschen in der Natur aufhältst, hier im Zusammenhang mit dieser Karte, um diese Kräfte jetzt hier in dir wachzurufen. Sehr schön, sehr schön. Wir schauen mal weiter in die Erzengel Gabriel-Karten. Da kamen hier zwei heraus. Es scheint mir auch so ein bisschen hier zu sein, fällt mir noch ein, beim Mischen ist auf der linken Seite sind die Karten recht zügig herausgefallen. Hier auf der rechten Seite war es ein bisschen schwierig. Da kamen sehr viele Karten manchmal und ich musste recht lange mischen. Also hier scheint es vielleicht auch so ein bisschen Blockaden zu geben, dass du hier in diese Energie nicht so richtig reingekommen bist. Mit dem Wind heute könnte das aber dann jetzt endlich ein Ende nehmen, ja. Also, du kannst jetzt hier deine kreativen Kräfte aktivieren, deine weiblichen Kräfte auch, wenn du ein Mann bist, ja. Ja, und hier kommst du eventuell jetzt aus einer Blockade heraus. Das kann ich dazu noch sagen, so ganz vom Gefühl her. Hier kamen auch zwei Karten, ich habe die dann genommen. Du kannst dich hier für eine entscheiden oder auch beide für dich auswählen. Mach das bitte nach Gefühl. Und wir schauen jetzt hier mal, was kommt denn da für dich? Oh, der Wohlstand. Deine Handlungen haben zu immer größerer Fülle geführt. Passt super zur Herrscherin. Also, du bist jetzt eventuell auch in einem Zustand oder wirst bald in einem Zustand sein, in dem du dich sehr wohl fühlst, ja, wo du das Gefühl hast, du bist da angekommen, wo du hin möchtest. Du hast auch einen gewissen Wohlstand erreicht, eventuell, sowohl materiell als auch emotional. Und ja, du darfst dich hier auf eine große Fülle freuen, die auf dich zukommt. Und alle Handlungen, die in diese Richtung gehen, die dich selbst aktivieren, die dir helfen, hier in deine Herrscherin-Qualität zu kommen, sind jetzt sehr begünstigt. Ja, also hier geht es auf jeden Fall um Wohlstand, um Wohlfühlen und um Fülle, die jetzt aktiviert wird. Schön. Dann schauen wir mal in die zweite Karte. Was kommt hier für dich? Die Schreibgruppe.
Ruf eine Schreibgruppe ins Leben oder schließ dich einer solchen Gruppe an, um Inspiration, Freundschaft und Unterstützung zu finden. Passt auch ganz gut zu einem Orakel vom, also zu einem Grund zu zwei Orakeln, die wir in letzter Zeit hatten. Da ging es immer um Unterstützung. Und davon spricht diese Karte eben auch, dass du jetzt in einer Gruppe von Menschen Unterstützung finden kannst, die dir eventuell auch helfen, hier in diese Qualitäten hereinzukommen. Die Schreibgruppe bezieht sich natürlich insbesondere auf alle Autoren unter euch, auf alle, die sich mit Schreiben beschäftigen, die in diesem Bereich arbeiten möchten, ja, die Geschichten schreiben, Bücher, Serien, Blogs oder auch jede andere Art von schriftlichem Ausdruck. Es muss aber auch nicht so sein, ja. Wenn du damit nichts am Hut hast, kann diese Karte auch einfach bedeuten, dass du dich jetzt einer Gruppe anschließen darfst im Internet oder auch im ja, Real Life, also live irgendwo sich mit Leuten treffen darfst und dass du hier Freundschaft und Unterstützung finden wirst durch andere Menschen. Ja, wie gesagt, wenn dir das in auf realer Ebene zu, wenn dir das unangenehm ist, dann schau doch mal im Internet, ob du da eventuell Schreibgruppen oder Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen, das dich hier eben auch umtreibt, beschäftigen, dann kannst du dort Unterstützung finden. Denn oft ist es so, zumindest bei den Leuten, die ich kenne, die gerne schreiben, die sind auch oft ein bisschen, wie soll ich sagen, introvertiert. Die können schriftlich sehr gut mit Worten umgehen, aber in persönlichen Gesprächen etc. fällt es ihnen manchmal nicht so leicht, ihre Gefühle auszudrücken oder das, was sie vorhaben und so. Und auch wenn das manchmal gar nicht stimmt, ist es oft so, dass diese Menschen das Gefühl haben, sie können sich in direkten Gesprächen gar nicht so gut artikulieren. Naja, aber wenn das bei dir so sein sollte, lass dich hier nicht abhalten. Es ist jetzt wirklich eine gute Zeit, auch von anderen Menschen Inspiration zu empfangen und Unterstützung. Passt auch ein bisschen zum linken Stapel, falls du dich da auch ein bisschen hingezogen gefühlt hast, schau da auch nochmal rein. Auch da wurde man ermutigt, jetzt hier ja, sich selbst der Welt zu offenbaren, die eigenen Gefühle, die eigenen Überzeugungen, aber auch die eigenen kreativen Werke, ja, die eigenen Ideen. Und das ist bei dir ja auch so ein bisschen so, dass du jetzt hier durch andere Menschen auf jeden Fall nochmal mehr Unterstützung erfahren kannst. Sehr schön, sehr schön. Also hier Aktivierung von kreativen und weiblichen Kräften, von dem Gefühl, eine Herrscherin zu sein, ein Herrscher. Sehr, sehr schön. Wir gucken mal in den zwischenmenschlichen Bereich. Wie geht es hier für dich weiter? Wie steht es um deine Beziehung zu Freunden, Familie, Partnern, Wunschpartnern etc.? Oh, da kommt für dich, gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft. Ja, also, ne? Es scheint hier auf jeden Fall ein paar Problemchen zu geben, größere oder kleinere, denn sonst müsstest du dieser Beziehung keine Chance geben. Also ich gehe davon aus, dass hier eventuell Unstimmigkeiten waren, vielleicht sogar ein handfester Streit. Egal um welche Beziehung es sich jetzt hier handelt, an welchen Menschen du gedacht hast. Diese Karte sagt ja aber gleichzeitig auch, dass diese Beziehung nicht vorbei ist, sie ist nicht verloren. Du hast die Chance, diese Partnerschaft auf jeden Fall wieder zu kitten oder weiterzuführen oder auf eine neue Ebene zu bringen, wenn du bereit bist, ein bisschen Arbeit hineinzustecken. Für diejenigen unter euch, die ja auch niemanden im Kopf haben, kann das auch bedeuten, dass du eben die Beziehung zu dir selbst jetzt nochmal verbessern darfst. Würde auch ganz gut jetzt oben zur Herrscherin passen. Ja, dass du quasi ja, der Beziehung zu dir selbst eine Chance geben darfst und ja, dir bewusst machst, was für ein toller, kreativer und schöner Mensch du bist. Ja, wir gucken hier mal in die Psychic Terror of the Heart. Was kommt hier noch dazu? Oh, da kommt die Nummer 13, Release. Das ist die auch eine große Arkana und sie steht für Transformation. Also hier wird auf jeden Fall eine Partnerschaft in Veränderung kommen. Vielleicht ist sie das schon, vielleicht passiert das gerade heute. Also hier wird sich etwas verändern. Vielleicht auch ein Mensch wird hier einen Transformationsprozess durchmachen. Das könntest du sein. Das könnte aber auch dein Partner sein oder auch ihr beide. Also hier scheint sich jetzt eine Beziehung ganz stark zu transformieren, zu verändern. Also, wie ich auch gerade schon sagte, ne, mit der eventuell wird hier auf einer höheren Ebene weitergemacht. Dafür muss aber eine alte Beziehungsform gehen, ein altes Muster vielleicht auch, dass du bisher in Beziehungen gelebt hast und oder dein Partner, deine Partnerin, dein Familienmitglied, deine Freundin, dein Freund.
Irgendetwas verändert sich jetzt hier. Und ich würde sagen, das ist ein Prozess, der mit der großen Arkana hier, das muss jetzt so sein. Also vertraue diesem Weg und gib dieser Beziehung eine Chance. Gib auch dieser Beziehung eine Chance, sich zu verändern. Das ist ja manchmal auch etwas paradox. Wir wünschen uns eine Veränderung in Beziehung, tun aber alles dafür, dass es beim Alten bleibt. Also gib auch deinem Partner die Chance, sich jetzt zu verändern. Oder eben deinem Familienmitglied, deinem Freund, deiner Freundin. Hier möchte sich jemand auch verändern und diese Beziehung eventuell auch verändern, alte Muster durchbrechen. Und das kannst auch du sein. Ja, und nimm dir jetzt auf jeden Fall die Zeit dafür. Und wenn diese Karte für dich steht, dann würde ich sagen, bist du hier auf dem allerbesten Wege, hier eine Art von Wohlfühlen, Wohlstand und von positiver, kreativer, weiblicher Energie zu empfangen und jetzt auch wieder für dich nutzbar zu machen. Benutze den heutigen Tag wirklich bewusst dafür, dich hier aktivieren zu lassen. Natürlich um Veränderungen, wie soll ich sagen, Veränderungen stehen oft vor der Tür. Manchmal sind wir aber nicht bereit, diesen Weg zu gehen und sie zuzulassen. Und ich glaube, das könnte hier bei einigen von euch vielleicht der Fall sein, dass ihr diese Be Veränderung, die ihr euch so sehr wünscht, einfach nicht zulasst, ja, dass sie eigentlich im Grunde warten alle nur darauf, dass da etwas passiert in eurem Inneren, eure Einstellung sich verändert, damit hier ein wirklich großer Transformationsprozess stattfinden kann, nämlich in diese Richtung. Aber manchmal wollen wir es einfach nicht, ja. Wir erkennen vielleicht auch gar nicht, dass wir Dinge einfach mal zulassen dürfen. Lasst den Dingen ihren Lauf nehmen und ja, versuche dich darauf einzulassen, dass sich hier Dinge jetzt wirklich im großen Stil verändern können. Sehr spannende Legung. Ja, wenn du möchtest, lass mir gerne einen Kommentar da, ob das hier für dich in Resonanz war oder ob du damit was anfangen konntest. Und wir sehen uns am 24. wieder, spätestens. Es wird davor auf jeden Fall auch noch eine Legung geben. Und ja, bis dahin, ihr Lieben, macht es gut. Ciao.